Schiene der Kunst angetreten. Jawohl, Erstellung eines Meisterwerkes. Jawohl. Da sehen wir jetzt hier die Art Police, das ist diese Chefin hier. Art Police ist ganz klar Chefin, also jeden Morgen, wenn ich hier reinkomme, wird hier erstmal hier salutiert. Ja. Und die Chefin gibt einen Auftrag. Mach mal. In der Regel sagt sie, mach mal ein Meisterwerk. Und dann gehorche ich einfach. Und dann wird losgelegt, durchgezogen und... ja, das war's dann. Und ich darf hier erst wieder raus, also wenn ich hier ein Meisterwerk auf die Welt gebracht habe. Es ist halt so und es ist völlig in Ordnung. Sie ist Chef und ich gehorche. Und dann geht es auch nicht um mich, dann sagt mir die Kunst, was zu tun ist und dann ist alles gut. Gibt es auch keine Probleme. Es gibt noch eine andere Seite des Menschseins, die eben spielerisch ist, in eben, dass der Künstler dem normalen Alltagsgeschäft enthoben ist und somit auf die Erde etwas, ein Stückchen Himmel bringen kann. Also das ist zumindest mal eine Facette des Künstlers. Es gibt natürlich auch andere Künstler, die die Probleme dieser Welt darstellen. Also wie zum Beispiel Neo Rauch, hier vertreten durch ein Plakat. Ein Künstler, den ich sehr schätze. Und der ja im Grunde genommen das Unheimliche dieser Dimension ja, bespiegelt und darstellt. In einer grandiosen Manier. Ja. Aber es gibt eben auch den Künstler, der sozusagen spielerisch unterwegs ist. Und letztlich schon eine Dimension weiter in einer Welt zu Hause ist, die ja schon auf diese Welt hier holt, wo es einfach nur noch um Spielen geht, wo man dann auch der Last des Alltags dann enthoben ist und der damit verbundenen Verrichtungen. Ja.
natürlich auch immer gut, wenn man so Typen hier im Atelier hat wie Bach, Johann. Ich habe da drüben auch noch einen Goethe und einen Schiller. Und wenn die hier so rumstehen, dann ist ja auch von deren Power auch was hier drin. Ne? Also das ist ja, das kommt aus einer anderen Dimension hier über diese Köpfe angezischt und ballert hier in diesen Raum. Und dann geht es noch leichter. Weil die Meister, die haben ja schon mal vorgearbeitet. Aber es ist auch so eine Selbstvergessenheit. Deswegen geht es ja im eigentlichen Sinne nicht um mich, sondern dass etwas durch mich sich ausdrücken möchte, in der Form, wie es eben nur durch mich passieren kann. Und das ist das individuell Originelle. Reines Spiel, spielerisch eben. Ne? Inspiration, setzt mal das Ding da, die Cola-Dose dazu und lass mal Farbe drüber laufen. Gut, man kann schon ein bisschen was sagen, klar. Aber im Grunde genommen kommen ja diese Anstöße eigentlich nicht von einem selber, im Grunde genommen. Von dieser temporär begrenzten Figur. Sondern die sind von einer größeren Intelligenz eigentlich. Und wenn wir die machen lassen, dann wird ja eh alles gut. Problem ist immer nur, wenn man das Ego davor schaltet. Ne? Und das ist ich. Das ist generell in der ganzen Welt das Problem. Ne? Ich. Und so funktioniert es halt nicht. So geht alles schief. Wenn der Banker sagt, ich, Hauptsache mein Konto ist gut gefüllt, irgendwann kracht die Sache halt. Schieflastig. Irgendwann kennt er dann das Schiff. Und das ist eigentlich eine einfache Einsicht. So geht es nicht. Es geht nur, indem man sich so ein Gesamtbewusstsein entwickelt, also so ein Einheitsbewusstsein, das alles zusammengehört und dann kann man spielen ohne Ende. Im zarten Alter von vielleicht so um die 10, also man hat immer schon gern gemalt, gezeichnet. Und erst viel abgemalt, Mickey Mouse, Comics. Und dann kam mal so eine Phase, da habe ich mal von meinen Eltern eine Pastellkreidekasten geschenkt gekriegt. Da gab es auch eine Vorlage eines Künstlers, der mit Kreide gearbeitet hat. Und ich habe dann ein schwarzes Papier genommen und habe dann losgelegt und habe dann gemerkt, oh, das kommt mir sehr entgegen, weil ja Kreide nicht trocknen muss und man kann sehr schnell arbeiten. Du sollst glauben, an dich glauben oder so ein Käse. Da gibt es nichts an mich zu glauben. Ich weiß ja, dass ich da bin. Ja. Also ich meine, brauche ich bloß mal mit meinem Kopf gegen eine Wand hauen, dann merke ich, dass ich da bin. Da brauche ich nicht an mich glauben. Oder an meine Fähigkeiten glauben. Also ich habe ja eine Fähigkeit. Also wenn ich eine Zigarre anzünde und rauche, dann ist es die Fähigkeit, Die habe ich ja. Ich muss ja nicht glauben, dass ich eine Zigarre rauchen kann. Das ist ja Quatsch. Ich muss ja nicht glauben, dass ich ein Bild malen kann. Jeder kann ein Bild malen. Nimmst du einen Stift und machst ein paar Striche auf die Leinwand oder sonst wohin und dann weißt du, dass du malen kannst. Im weiteren Sinne ist ja alles Kunst. Man muss es halt nur... ein Kanaldeckel ist auch Kunst. Wenn man das Empfinden und die Wahrnehmung dazu hat, kann man verzückt vor einem Müllbehälter stehen und sich seiner Existenz erstaunen und freuen. Also im weitesten Sinne ist alles Kunst. Und das ist ja das Problem dieser Welt, dass viele Leute, die hier sind, diese Wahrnehmung nicht haben und dadurch in eine Hektik und einen Stress verfallen und von sich wegkommen. Das ist ja eigentlich Stress, wenn man nicht bei sich ist. Wenn man ständig im Außen ist, ohne jegliche Perspektive. Weil früher waren die Zeiten ja auch nicht gerade rosig, also gerade im Barock oder Renaissance oder so.
Aber die Leute hatten ja immer noch auch den Blick nach oben. Also sagen wir mal in eine andere Dimension hinein, die ihnen durch die Kunst entgegenkam. Sie hatten dann auch Trost in der Kunst. Und das ist natürlich auch etwas... Scheiße. Was machen wir jetzt? Da machen wir natürlich jetzt was draus. Also eigentlich müssen wir das jetzt so lassen. Man müsste jetzt den Boden hier mit ausschneiden und das Ganze dann einrahmen. Aber, und dann sieht man mal, wenn man die Wahrnehmung hat, was macht man jetzt? Das ist ein einmaliger Wurf. Das ist krass. Den lasse ich so. Das ist besser als vorher. Also jetzt ist hier eine Bewegung reingekommen durch einen Sturz, der eine Erschütterung verursacht hat. Die Farbe geriet in Bewegung, so hätte ich es gar nicht machen können. Und wenn man offen ist und die Wahrnehmung eben hat, dass das jetzt einfach noch krasser ist, das ist ein noch heftigeres Bild, weil jetzt dieser Sturz, die Energie des Sturzes auch noch festgehalten wurde. Also die meisten hätten wahrscheinlich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, jetzt ist das Bild runtergefallen, ist alles kaputt, oh, 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 oh. Und wenn man genau hinschaut, das läuft hier krass runter. Und hier das Auto. Ist ja Wahnsinn. Also, das war nicht ich, das war die Kunst. Die Kunst hat diese Bewegung hervorgerufen und zack, ist es jetzt ein Megameisterwerk. Vorher war es nur ein Meisterwerk, jetzt ist es ein Megameisterwerk. Und das ist halt ganz selten. Also Megameisterwerke, die entstehen eigentlich nur, wenn der Künstler völlig mit seinem Hirn nicht bei der Sache ist. Er ist also völlig unbeteiligt, letztlich, von seinem Ego her. Und dann entstehen Megameisterwerke. Hätte nicht besser passieren können. Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. Glaube ist so ein stark benutztes Wort jener, die die Leute eben nicht ins Wissen bringen wollen. Die sollen dann eben glauben und dann zweifeln, den Glauben, dann kommt der Zweifel. Kann ich ein Bild malen? Ich weiß nicht, ob ich malen kann. Und dann wird es natürlich nichts. Also der Zweifel setzt den Glauben voraus, aber im Wissen habe ich keinen Zweifel mehr. Den kann ich ja nicht mehr haben. Es gibt dann eigentlich auch nichts zu tun. Das ist sehr angenehm. Also eigentlich müssen wir auch gar keine Bilder malen. Also muss es nicht. Das ist dann die Freiheit, dass man es macht oder eben auch nicht. Also ohne Hingabe sind wir eigentlich gar nichts. Da sind wir nur gefüllte Fleischklöpschen. Die ist, was weiß ich, also das ist ja kein Leben mehr. Ne? Das ist ja dann nur noch, da fehlt nur noch ein bisschen Tomatensauce und das war's dann. Da diese Twix-Verpackungen, ist doch super wie heute, was es für tolle, geile Verpackungen gibt. Ja? Das sind für mich dann auch Kunstwerke und das, wenn man sie in ein Kunstwerk einbaut, hier wie die Haute Couture vom Kaufland, das ist einfach, da ist ja schon eine Hammer-Tasche.
Ja, und dann, wenn man die Wahrnehmung hat, dann sieht man das und sieht schon, das kann ich ja benutzen für Kunst. Ja, das ist ja schon Kunst. Muss ich gar nicht mehr viel machen. Ja. Es gibt unendliche Möglichkeiten. Und dann sehe ich mich als Spielzeug des Lebens, der Liebe. Es geht nicht um Karriere, es geht nicht um, dass ich viel Geld kriege. Die Währung ist immer die Freude. Das ist schon die Währung, mit der man bezahlt wird. Also der Erfolg ist dann natürlich klar auch das fertige Bild. Das ist schon der Erfolg. Nicht erst, wenn ich in den Zeitungen stehe und mit Geld beworfen werde. Die Kunst selbst treibt mich an. Die Kunst, wer sonst? Wenn die Kunst sagt, machen, dann machen. Meisterwerk erstellt, Auftrag ausgeführt.